Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Und zwar habe ich heute die 4 Multipacks von Lego Star Wars von Blue Ocean. Ja, 4 verschiedene Limis drin. Ein Multipack kostet 4,99 und wir werden die auspacken nach dem Intro. Ja, ich habe für euch jetzt hier die 4 Multipacks. Und wir beginnen gleich mal mit dem ersten. Ich werde mal, wo liegen sie dann hin alle? Ich glaube hier so irgendwie auf die Seite. Wir fangen mit dem ersten an. Und zwar mit der Limmy Nummer 8. Hitziger Poe Dameron. Dann haben wir noch 5 Booster da drin. Jo. Und das für 4,99. Ich glaube ein Booster kostet glaube ich 1 Euro. Das wäre nochmals 5 Euro plus die Limmy noch. Ja. Dann öffnen wir das Ganze mal. Müsste eigentlich ganz einfach gehen. Jo. So, hier wird noch ein bisschen Werbung gemacht. Starter Pack kam ja schon auf meinem Kanal. So, auf dem Boden, wie immer erstmal. So. Dann versuchen wir mal ganz vorsichtig hier die Limmy abzubekommen. Oha, die ist aber, wie sind die hier drauf gemacht worden? Oh. Och, geht ja doch ganz einfach. Ich hätte jetzt nicht gedacht. Da müsste ich Panini mal eine Schippe abschneiden hier. Ach, hier unten hängt noch eins. Ganz einfach. So. Das ist die erste Limmy von den 4. Ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst geht das Video ultra lange. Ach, jetzt mache ich. Das haben sie jetzt wieder natürlich kacke gemacht. Zack. Ein Booster. Zack, zack. Und das war's dann schon mal hier. Ich warte mal, bis ich hier den Klebestreifen hier ab hab. Dann kann ich den nämlich hier drauf kleben. Zack. Das Wurf auf den Boden. So, hier drin haben wir dann 3 verschiedene Booster-Designs. Oh nein, sind sogar 4. Ich sehe, es sind 4. Aber ich habe hier noch genug. Da lege ich mir die dann raus für meine Sammlung. Und wir starten mit dem ersten Booster direkt. So, zack. Und wir haben hier direkt Offizier der ersten Ordnung. Dann haben wir hier eine Fahrzeugkarte, First Order Harry Assault Walker. Mal gucken, ob wir, warte mal, hier machen wir die, kommen wir irgendwie so hin? Hier die Limmys, hier die Fahrzeugkarten. So, Duell auf Crate. Eine episches Duell-Karte. Episches Duell. Dann haben wir normale Base-Karten. Pilot Poe Dameron. Und dann haben wir mutiger Chewbacca. Zack. Das waren schon die ersten Karten von dem
ersten Booster. Kommen wir gleich zum nächsten. So. Dann haben wir hier den nächsten. Starker Captain Rex. Machen wir hier oben dabei. Dann haben wir hier die nächste Fahrzeugkarte. Imperial Star Destroyer. Hier haben wir die nächste Fahrzeugkarte. General Grievous Combat Speeder. Dann haben wir hier wieder zwei normale Basekarten. Kao Gen Darach. Und die nächste ist dann General Grievous and Count Dooku. Ich hoffe, ich spreche die alle richtig aus. Wenn nicht, könnt ihr mich ja korrigieren. So, nächster Booster. Oh, hier haben wir Kopfgeldjäger Boba Fett. Was das jetzt genau für eine Karte ist, kann ich euch nicht sagen. Ich kann höchstens mal hier hinten gucken. 93 Charakterkarten, ich denke mal, das sind diese hier. Dann 32 Folienkarten, 9 Microfighters. Epische Duelle, das sind die hier. Machtkarten, 18 Kultszenen, 27 Fahrzeugkarten. Fahrzeugkarten sind diese hier. Planetenkarten, da hatten wir doch auch schon eine, oder? Ach nein, das war in dem anderen Video. Sorry. Aber ich denke mal, da werden wir auch noch eine bekommen hier. Also, hier haben wir den Kopfgeldjäger Boba Fett. So. Wo machen wir den hin? Der ist ja auch nochmal irgendwie eine Extra-Karte. So, was haben wir hier? Han Solo rettet Lando Calrissian. Oh, steht hier drauf, das ist eine Kultszene. Das ist eine Kultszene-Karte, also wieder was anderes. Dann haben wir eine Fahrzeugkarte: Jedi Starfighter Wiss Hyperdrive. So, dann haben wir hier BB-8. Und hier haben wir Piloten-Droid. Zack. Nächster Booster. Ich sehe, das könnte 40 Minuten gehen, das Video. Das wäre natürlich nicht so toll. Triumphierender Luke Skywalker. Tada! Machen wir hier hin. So, da haben wir hier ein episches Duell. Zerstörung des Droiden-Kontrollschiffs. Dann haben wir hier wieder eine Kultszene. Mace Windu versus Darth Sidious. Oder Sidious. So, dann haben wir hier Embo sieht aus wie eine Schlange, irgendwie komisch. Und hier haben wir glücklicher Finn. Sieht er aus wie Skywalker, der sich nicht gewaschen hat. So, weiter geht's. Oh, was ist das hier? Oh, also das hier hatte ich noch nicht. Also auf beiden Seiten hier die Star Wars Karten. Warum? Wie macht man das jetzt? Ich glaube, ich mache es erstmal so.
Hier haben wir Team, das Erwachen der Macht. Ich glaube, das ist eine normale Karte. Dann haben wir hier die nächste. Hera Syndulla. Dann haben wir hier eine Fahrzeugkarte. Race Speeder. Ah, es gibt doch so goldene Karten. Könnte doch eine sein, aber dann wäre es ja, glaube ich, vielleicht Goldschimmern. Nein. Aber trotzdem eine coole Karte. Hier haben wir Y Wingfighter. Und jetzt kommt diese Karte hier. Und zwar Jedi Saise-Teen. Warum auch immer diese auf dem Kopf war, das muss ja schon irgendwie eine gute Karte sein. Ich stehe da nicht drauf, was das für eine ist. Ich dachte, es wäre was Besonderes. Machen wir hier oben hin. So. Jetzt haben wir fast 11 Minuten für ein Multipack gebraucht. Das ist natürlich ganz bitter. Muss ich mich ein bisschen beeilen. Ach, Müll. Na. Raus damit. Zack. Machen wir hier die nächste Limi ab. So, das hier ist die zweite Limi von den vier Multipacks. Action Captain Rex. Das ist die Nummer LE10. So, dann machen wir hier noch die Booster schnell ab. Dass wir mal ein bisschen vorwärts kommen hier. Zack. Ein Booster. Komm, geh ab. Warum macht man das so dumm? Okay. 1, 2, 3 und 4. Zack. Und weiter geht's. Nächster Booster. Kann ich mehr. Oh, hier ist schon wieder. Wieder hier umgedreht. Oder ist das normal? Mir ist nicht aufgefallen. Ich gucke mal. Okay. Oh, die hebe ich aber zum Schluss auf. So, hier haben wir eine Fahrzeugkarte. Imperial Shuttle Kyderium. Badam. So, dann haben wir hier ein weißer Han Solo. Wo machen wir die hin? Ich glaube, hier ist die, glaube ich. Dann haben wir hier Padawan Obi-Wan Kenobi. Dann haben wir hier eine Mikrofighters. Ich wollte gerade sagen, Fahrzeugkarte. Ein A-Wing. Jetzt tut er das nicht. So, schon viel besser. Mikrofighters hatten wir jetzt noch nicht. Dann machen wir hier hin. So, jetzt kommen zwei geile Karten. Und zwar hier Jedi Obi-Wan Kenobi. Die sieht schon nice aus. Und jetzt kommt der Oberhammer. Eine goldene Karte. Badam. Meine erste goldene. Richtig nice. So, extra Booster. Jetzt muss ich mal beobachten, ob überall die Stop. Ne, hier ist richtig wieder. Hier haben wir heimtückischer Count Doku.
Dann haben wir hier nochmal ein Microfighter, First Order Walker. Hier hin. Au, oh, hier haben wir unsere erste Dingskarte. Komme ich nicht drauf. Planetenkarte, genau. Und zwar ist das Coruscant. Das lese ich aber euch so vor. Coruscant ist ein Planet, der völlig mit Wolkenkratzern bebaut ist. Dort sind auch der Sitz der Regierung und der Galaxis und der Tempel des Jedi-Ordens zu finden. So, das ist unsere erste hier. Dann haben wir hier Segelbarke R2-D2. Und hier haben wir Jabba der Hutte. Jabba der Hutte. Nächster Booster. Das wird ein langes Video. Hier haben wir angriffslustiger Darth Maul. Dann haben wir hier eine Fahrzeugkarte, Luke's Land Speeder. Fahrzeugkarte? Oh, was ist das hier? Episches Duell. Duell um Geonosis. Episches Duell, das war, wo haben wir das? Hier. Dann haben wir General Hux. General Hux. Und Grockkind Schand. Weiter geht's. Hier haben wir Savage Opress von der dunklen Seite. Dann haben wir hier Machtduell Darth Vader vs. Luke Skywalker. Oh, das ist eine Machtkarte. Da haben wir auch noch keine. Wo machen wir die hin? Hierher. So, jetzt wird es langsam eng hier, wenn noch mehr kommen. Hier haben wir eine Fahrzeugkarte, ein TIE Fighter. Zack, TIE Fighter. Dann haben wir hier Zander Freemaker. Und Unkars Handlanger. Und letzter Booster des zweiten Multipacks. Und wir sind bei 18 Minuten. Hier haben wir jetzt Elite Attentäter Droide. Dann haben wir eine Fahrzeugkarte, First Order Special Forces TIE Fighter. Hier die nächste Fahrzeugkarte. Kylo Ren's TIE Silencer. Dann haben wir hier Rey. Und Weak Rey Wächter. Jo. Das war der zweite Multipack. Oder das zweite Multipack. Dann reißen wir gleich mal das zweite, dritte auf. Keine Zeit verlieren. Zack. Raus damit. Zack. Na, bleibt schön liegen hier. Hier haben wir die Limi. Also wenn die so leicht bei Panini abging. So, hier haben wir die Limi Nummer 7. Mutige Ray.
glaube, das LE7 erkennt man nicht. Ne? Unten links. So, dann machen wir schnell die Booster ab. Zack. Einmal. Und weiter geht's. Ui, die sieht aber auch gut aus. Jedi Mace Windu. Auch cool aus. Mit dem Lila und alles. Hier haben wir eine Fahrzeugkarte. General Grievous. Combat Speeder. Dann haben wir hier, das hatten wir eben schon, glaube ich, eine Kultszene. Han Solo rettet Lando Calrissian. Ich glaube, die haben wir schon. Ja. Also haben wir eine doppelte. Da. Hier haben wir Segelbarke R2-D2, die hatten wir auch schon. Aber ist ja kein Wunder bei der Menge an Karten, dass man da mal eine doppelt bekommt. Magna-Wache. Und weiter geht's. Hier haben wir Jedi Jäger. Großing. Quisidor. Was für ein Name. Eine Kultszene. Luke in der Höhle des Wampa. Was steht denn hier noch drauf? Episode. Ist das hier? Das Imperium schlägt zurück. Also wenn. Ich sage jetzt mal, das wäre Episode 4. Ihr könnt mich aber auch natürlich korrigieren. Also, ich weiß ja, dass bei euch welche dabei sind, wo sich da gut auskennen. Hier haben wir eine Fahrzeugkarte. Imperial Star Destroyer. Zack. Dann haben wir hier General Hux. Ich glaube, hier haben wir auch schon. Und Jango Fett. Noch drei Booster. Und dann noch ein Multipack. So, Offizier der ersten Ordnung. Dann haben wir hier eine Kultszene. Anakins erster Flug. Oha. So sieht's auch aus. Irgendjemand hat die hier mitgenommen. Die nächste Kultszene. Oh, hier haben wir wieder eine Galaxiekarte oder. Ja. Kamino. Kamino ist ein einsamer Wasserplanet. Obi-Wan Kenobi entdeckte dort, dass die Kaminoaner tausende Klone herstellen und damit die große Armee der Republik aufbauten. Sieht man schon wieder nicht. So, jetzt aber. Zack. Hier haben wir Zander Freemaker. Und Cat Bane. Und weiter geht's. Es werden auch, glaube ich, noch drei Blister kommen. Einen habe ich ja schon geöffnet im Livestream.
Triumphierender Luke Skywalker. Dann halt so. Hier haben wir eine Fahrzeugkarte. Kylo Rens Kommando Shuttle. Hier haben wir episches Duell. Duell auf Utapau. Dann haben wir hier Rey wieder. Die hatten wir auch schon mal. Prinzessin Leia Organa. Und der letzte Booster vom dritten Multipack. Okay. Die machen wir dann am Schluss. Die machen wir auch am Schluss. Und die hier. Fangen wir mit der an. Eine Fahrzeugkarte, Raiders TIE Fighter. Oh, ich darf hier wahrscheinlich nicht. Hier haben wir hinterlistige Nare. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen hier. Nare. Hier haben wir FN 2187. So, hier kommt die erste gute Karte, wo ich finde. Cleverer C3PO. Und oh, schade. Wieder eine goldene Karte, aber ihr seht ja, die habe ich leider schon. Ja. Schade. Der Kamera. Aber egal jetzt, weiter geht's. Schnell aufreißen hier. Ich wollte das eigentlich unter 30 Minuten machen, aber ihr seht ja. Hier haben wir die LE9, entschlossener FN 2187. Limi. So, machen wir schnell den Booster hier ab. Zack. Die letzten 5 Booster für dieses Video. Und ich hoffe, dass ich für dieses Video mindestens, was sagen wir, 40 Likes. Ich möchte 40 Likes auf dieses Video haben. Schaffen wir das? Zack, zack und zack und zack. Und weiter geht's. Letzter Multipack hier. Die letzten 5 Booster. Hier haben wir wütender Imperator Palpatine. Hier haben wir Obi-Wan vs. Darth Maul. Eine Kultszene, Episode 1, die dunkle Bedrohung. Dann haben wir hier eine Machtkarte. Wo hatten wir die denn? Ah, hier. Telekinese Lichtschwert holen. Oder holen. Holen oder holen? Dann haben wir hier Kylo Ren. Und die letzte Karte ist Aura Sing. So, zack. Aufreißen hier. Hier haben wir Bruder der Macht
Savage Opreth. Dann haben wir hier eine Fahrzeugkarte, A Slave One. Hier haben wir dann eine Kultszene, Obi-Wan vs. General Grievous. Hier haben wir dann Kampf-Droide. Und hier haben wir Prinzessin Leia Organa. Die letzten drei Booster. Ja, wir schaffen es ja noch unter 40 Minuten wahrscheinlich. Kopfgeldjäger Boba Fett. Den haben wir doch hier auch schon. So habe ich mir die extra gelegt. Machen wir mal hier hin. Dann haben wir wieder eine. Ach, ich vergesse immer, wie die heißt. Eine Planetenkarte. Dagobah. Dagobah ist der Sumpfplanet, auf den Jedi-Meister Yoda nach der Order 66 floh. Dort trainierte er auch Luke Skywalker, die Macht zu nutzen. Na. Hallo? Aha, dankeschön. Dann haben wir hier eine Machtkarte. Telekinese Dinge beeinflussen. Hier haben wir hier. Dann haben wir hier Team Clone Wars. Und Yaku Poe Dameron. So, hier haben wir Kluger R2-D2, den hatten wir glaube ich schon. Dann haben wir hier eine Fahrzeugkarte, First Order Special Forces TIE Fighter, die hatten wir auch schon. Jetzt werden wir schon mehrere doppelt bekommen. Die nächste Fahrzeugkarte, Kylo Ren's TIE Silencer, ich glaube die hatten wir auch schon. Hier haben wir erste Ordnung Flammentruppler. Und Cut Bane. Und letzter Booster für dieses Video. Zack. Ich wünschte, es wäre jetzt noch eine Goldkarte drin, eine andere. Aber nö. Hier haben wir Sith Lord Darth Maul. Dann haben wir eine Fahrzeugkarte Lux Lens bei Speeder. Dann haben wir episches Duell, Duell um Geonosis. Die hatten wir auch schon. Hier haben wir Kamoranische Wache. Und die letzte Karte ist Magna Wache. So, jetzt zeige ich euch noch schnell die Limits nochmal. Hier die Limi Nummer 9, entschlossene FN2187. Dann die Limi Nummer 7, mutige Ray. Dann haben wir die LE10, Action Captain Rex. Und die LE8
Hitsuka Poe Dameron. Jo. Und leider eine goldene Karte, aber doppelt. Ja, ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Und gebt einen Like nach oben, natürlich. Wir wollen ja, glaube ich, die 30 Likes schaffen auf dieses Video. Und falls du noch kein Abonnent bist, kannst du es kostenlos werden. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.